Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal World Chats Book Club bersama saya, Etty. Halo Allensides, willkommen zurück bei dem Kanal von World Chats Book Club mit mir, Etty. Hari ini kita akan bersama-sama membaca kutipan dari sebuah novel yang berjudul Pulang. Heute werden wir gemeinsam Abschnitt von einem Roman Heimkehr nach Jakarta oder auf Indonesisch Pulang gemeinsam lesen. Novel ini ditulis oleh Leila Chudori dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2012. Edisi bahasa Jermannya, yaitu Heimkehr nach Jakarta, diterjemahkan oleh Sabine Müller dan diterbitkan oleh Weidel Verlag pada tahun 2015. Das Originalbuch Pulang wurde geschrieben von Leila Chudori und wurde im Jahr 2012 herausgebracht. Die deutsche Übersetzung wurde gemacht von Sabine Müller und wurde von Weidel Verlag im Jahr 2015 herausgebracht. Aku mendarat di Paris pada awal tahun, ketika dingin menusuk tulang. Semula kami terpencar-pencar. Aku memilih Perancis, Masnuk memilih Swiss, dan Rishaf memilih Belanda. Di Paris, aku segera bertemu dengan Chai dan Teresa istrinya yang sudah berdiam di sana sejak hari Natal. Tak lama kemudian, Rishaf dengan segera bergabung dan berdiam di apartemen kecil dan kumuh bersamaku. Masnuk yang mengaku kecantol seorang perempuan Swiss menunda-nunda kedatangannya hingga bulan April. Setelah aku membentak-bentaknya melalui telepon, mengingat Rukmini dan Bimo pasti sedang dikejar rasa takut oleh situasi gila di tanah air. Akhirnya Masnuk setuju segera bergabung dengan kami. Meski menetap di Belanda adalah sebuah alternatif yang menarik juga, dengan segala hubungan historis dan kemudahan mendapatkan segala sesuatu yang berbau Indonesia. Kami semua sepakat memilih untuk berkumpul dan menetap di Terre d'Asile, tanah suaka, pays de droit de l'homme, seperti Perancis. Perancis memang dikenal sebagai negara yang memeluk para pengelana politik seperti kami dengan hangat. Tapi tentu tak begitu saja kami mendapatkan kewarganegaraan. Proses birokrasi untuk menjadi warga negara tetap saja melalui prosedur dan persyaratan yang cukup lama dan rumit. Tetapi untuk sementara, kami memegang apa yang disebut titre de voyage atau surat perjalanan. Kami bisa ke mana saja di dunia, kecuali Indonesia. Untuk hidup di Paris sementara waktu, kami mendapat bantuan sekadarnya dari lembaga sosial pemerintah agar bisa bertahan. Namun tentu saja itu tak cukup untuk menunjang kehidupan yang paling minim sekalipun. Mulailah kami mencari kerja serabutan. Masnuk yang mendapat keahlian akupunktur dari packing mulai mendapat pelanggan. Aku baru paham mengapa dia betah betul di Swiss. Karena rata-rata pelanggan yang menggemari akupunktur di Eropa adalah perempuan. Cha yang seorang sarjana ekonomi lebih mudah mendapat pekerjaan di beberapa toko kecil di pinggir kota Paris sebagai akuntan. Sedangkan Rishaf dan aku adalah dua pengelana yang paling sial. Kami belajar sastra karena merasa diri sebagai bagian dari kumpulan intelektual. Sedangkan Perancis adalah negeri tempat lahirnya para sastrawan dan intelektual besar yang buku-bukunya menjadi pedoman dan panutan kami.
Tak heran jika Rishaf dan aku setiap 3 atau 4 bulan berubah profesi. Dari pekerjaan buruh di berbagai restoran, klerk di bank, hingga asisten kurator di galeri-galeri kecil yang hanya dikunjungi 3 atau 4 orang yang sok merasa diri seniman. Sampai di suatu malam bulan Mei 1968 yang riuh oleh tuntutan mahasiswa kepada pemerintah Prancis, aku bertemu dengan Vivien Devereaux di kampus Universitas Sorbonne. Begitu saja ia masuk ke dalam keseharianku, ke dalam tubuhku, dan akhirnya perlahan-lahan merayap memasuki rongga sejarah hidupku. Bersama Vivien, aku mencoba lahir kembali sebagai manusia baru. Tetapi aku masih merasa ada sesuatu yang tertinggal di tanah air. Mungkin ada hatiku yang tertinggal pada ibu, pada Aji, mungkin juga pada Surti dan anak-anaknya. Aku tak tahu. Tapi kegelisahan mengganggu setiap kali aku membaca surat-surat Aji yang berisi kisah horor pembantaian demi pembantaian di mana-mana. Bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi di Indonesia. Surat Aji berikutnya yang membuatku terhenyak adalah saat perburuan masuk ke Solo dan korban-korban dicemplungkan ke Bengawan Solo. Merah. Sungai yang membesarkan aku menjadi merah darah. Itulah yang dikatakan Aji. Dan itulah yang dikatakan Pak Deno kepada Aji. Itu pula yang akhirnya membuat ibu mematuhi saran Pak Deno untuk pindah ke Jakarta bersama keluarga Aji. Tak ada yang bisa mencerna situasi ini. Tapi kami tahu, kami harus hidup sementara di pengasingan, entah untuk berapa lama. Di malam-malam yang dingin, aku menatap sungai Seine dan membayangkan seperti apakah warna merah darah pada sungai. Aku mulai menyesali kecenderunganku untuk tidak menetapkan pendirian. Aku gemar berlayar kemana-mana tak keruan, ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, terpesona pada berbagai pemikiran tanpa ingin terjun sepenuhnya menjadi salah satu penganut isme. Ini semua akhirnya mengakibatkan seluruh keluargaku terjungkal ke jurang kesulitan yang tanpa dasar. Tiba-tiba saja aku membutuhkan sepetak ruang kecil itu. Sepetak kecil yang menurut Bang Amir diberikan Allah ke hati hambanya. Aku tak tahu apakah aku seorang hamba atau bukan. Tapi aku membutuhkan petak itu. Gelembung kekosongan itu. Aku ingin bertemu atau berbicara dengan Bang Amir. Di manakah dia? Aku menulis dan menulis. Aku tak tahu apakah surat itu akan tiba dengan selamat ke tangan Bang Amir yang baik hati. Aku bertanya tentang arti gelembung kekosongan dalam ruang hati manusia yang pernah dia sebutkan. Aku merindukan sesuatu dan aku tak tahu sesuatu itu. Apakah itu zat? Aku menulis dan menulis pada Bang Amir seolah dia ada di hadapanku dengan wajahnya yang teduh dan suaranya yang berat seperti Rahmat Kartolo. Aku tak tahu di mana aku bisa menempatkan diri menghadapi zat. Di dunia fana yang kocar-kacir ini, yang warna sungai biru oleh alam kemudian dicat menjadi merah. Kini di manakah alamatku pada peta kehidupan dunia? Tak ada yang menjawab. Ich landete Anfang Januar in Paris, als die Kälte einem noch in die Knochen biss. Wir hatten uns getrennt auf dem Weg nach Europa gemacht. Ich hatte Frankreich als Ziel, Masnugroho die Schweiz und Rishaf die Niederlande. Bald nach meiner Ankunft traf ich mich mit Chai und seiner Frau Theresa, die bereits seit Weihnachten in der Stadt war.
Kurze Zeit später kam Rishav an und zog zu mir in mein kleines, schäbiges Appartement. Masnou gestand, er habe sich in eine Schweizerin verliebt und verschob seine Reise nach Paris immer wieder bis in den April. Nachdem ich ihm aber wiederholt am Telefon die Leviten gelesen und ihn daran erinnert hatte, dass seine Frau Rukmini und sein Sohn Bimo zur gleichen Zeit in unserer außer Kontrolle geratene Heimat in Angst und Schrecken lebten, stimmte er schließlich zu, sich uns bald anzuschließen. In den Niederlanden zu leben, war anfänglich für uns eine interessante Alternative gewesen. Allein wegen der historischen Verbindungen zu Indonesien und weil man dort fast alles, was mit Indonesiens Kultur oder Küche zu tun hatte, finden konnte. Trotzdem waren wir uns alle schnell einig, uns an einem Ort in Frankreich niederzulassen. In Paris. Frankreich war für uns Terre d'Asile, Asylland, oder Pays des Droits de l'Homme, das Land der Menschenrechte. Frankreich war bekannt dafür, Menschen im politischen Exil, wie wir es waren, mit offenen Armen zu empfangen. Aber natürlich erhielten wir nicht gleich die französische Staatsbürgerschaft. Der Prozess der Einbürgerung war mit langwierigen bürokratischen Vorgängen verknüpft. Zunächst erhielten wir den sogenannten Titre de Voyage, das Reisedokument für nicht-französische Staatsbürger. Das Dokument erlaubte uns, an jeden Ort der Welt zu reisen, ausgenommen Indonesien. Die Sozialbehörde der französischen Regierung bewilligte eine finanzielle Unterstützung, die uns das Überleben in Paris sichern sollte. Allerdings reichte diese Hilfe kaum für das Nötigste. Aus diesem Grund begannen wir gleich nach unserer Ankunft damit, uns nach allen möglichen Jobs umzusehen. Masnou Groho hatte in Peking Erfahrung mit Akupunktur gesammelt und konnte bald einige Patienten gegen Bezahlung behandeln. Nun verstand ich auch, warum er sich in der Schweiz so wohl gefühlt hatte. In Europa scheinen nahezu alle Patienten, die sich für eine Akupunkturbehandlung interessierten, weiblichen Geschlechts zu sein. Chai hatte einen Universitätsabschluss in Wirtschaftswissenschaften und bekam recht schnell von mehreren kleinen Geschäften am Stadtrand von Paris Aufträge als Buchhalter. Rishav und ich waren indessen die Pechvogel unter uns Einwanderern. Wir hatten Literatur studiert, weil wir uns in Indonesien dem Kreis der Intellektuellen zugehörig gefühlt hatten. Paris war der Geburtsort einer ganzen Reihe von großen Schriftstellern und Intellektuellen, deren Werke uns Vorbild und Orientierung gewesen waren. Kein Wunder also, dass hier niemand auf Rishav und mich gewartet hatte und wir alle 3 bis 4 Monate eine andere Arbeit nachgingen. Wir arbeiteten als Aushilfe in den unterschiedlichen Restaurants, verdingten uns als Hilfssekretäre in einer Bank und schafften es bis zu Assistenten von Kuratoren in kleinen Kunstgalerien. Letztere wurden allerdings nur von einer Handvoll Leute besucht, die so taten, als seien sie selbst Künstler. So vergingen die Wochen bis zu Mai 1968. Als die Stimmung in der Stadt von den heftigen Protesten der Studenten gegen die französische Regierung erschüttert wurde und bis zu dem Tag, an dem ich Vivien Devereaux auf der Campus de Sorbonne begegnete. Plötzlich war sie da. Sie wurde Teil meines Alltags, Teil meines Körpers und rankte sich langsam aber sicher in die Tiefen meiner Vergangenheit. Mit Vivien an meiner Seite versuchte ich,
als ein neuer Mensch auch zu erstehen. Doch ließ mich das Gefühl nicht los, dass etwas in meiner Heimat zurückgeblieben war, woran mein Herz unverbrüchlich hing. Vielleicht war es meine Mutter, mein Bruder Aji, aber vielleicht auch Surti und ihre Kinder. Ich wusste es nicht. Aber eine quälende Unruhe befiel mich jedes Mal, wenn ich einen Brief von Aji las, der von entsetzlicher Massaker sprach. Nicht nur auf Java, nein. Überall im Land gab es Massenmorde. Dann kam ein Brief meines Bruders, der mich vor Angst lähmte. Er schrieb davon, wie die Jagd auf vermeintliche Kommunisten nun auch in Solo begonnen hatte und dass die Opfer den Fluss Bengawan Solo geworfen wurde. Rot. Der Fluss, die Lebensader, an der ich aufgewachsen war, färbte sich nun rot von Blut. Das war das Bild, das Omnor meinem Bruder Aji geschildert hatte. Und das war das Bild, das Aji mir schilderte. Und dieses Bild war es, das schließlich unsere Mutter dazu bewegte, Omnors Rat zu folgen, mit Aji und seiner Familie nach Jakarta zu ziehen. Niemand von uns in Paris war imstande, die Situation zu begreifen. Aber uns war klar, dass wir, zumindest vorübergehend, im Exil leben mussten. Auch wenn wir nicht wussten, für wie lange. In den kalten Nächten betrachtete ich die Szene und stellte mir vor, wie der Fluss blutrot dahinströmte. Ich begann, meine Unschlüssigkeit zu bedauern, mich auf einen Standpunkt festzulegen. Ich schwebte umher, mal nach rechts, mal nach links. Ich begeisterte mich für einige Philosophien, wollte mich aber keine völlig verschreiben oder Anhänger irgendeines Ismus werden. Genau diese Haltung hatte dazu geführt, dass sich meine Familie nun in einer ausweglosen Situation befand. Plötzlich sehnte ich mich nach diesem winzigen Raum. Diesem kleinen Fleckchen, von dem Bang Ami sagte, dass es Allah seinem Diener schenkte. Ich wusste nicht, ob ich ein Diener war oder nicht. Aber ich brauchte diesen kleinen Raum. Die Blase der Leere. Ich hätte so gerne Bang Ami gesehen und mit ihm gesprochen. Wo er jetzt wohl war? Ich schrieb ihm lange Briefe. Ich wusste nicht, ob meine Zeilen in die Hände des guten Bang Ami gelangten. Ich fragte ihn nach der Bedeutung dieser Blase der Leere im Herzen eines Menschen, von der er gesprochen hatte. Ich sehnte mich nach etwas und wusste nicht, was dieses Etwas war. War es das Göttliche? Ich schrieb an Bang Ami, als säße ich ihm gegenüber. Seinem in sich ruhenden Gesichtsausdruck. Ich wusste nicht, welchen Standpunkt ich einnehmen musste, um diesem Göttlichen zu begegnen. In meiner vergänglichen Welt, in der das Chaos herrschte, in der die Farbe der Flüsse sich zu blutrot wandelte. Wo war da meine Position auf der Landkarte des Lebens? Niemand antwortete mir. Semoga pembacaan bagian dari novel ini bisa dinikmati ya. Ich hoffe, ihr habt diese Abschnitte genossen. Buku ini terdiri lebih dari 400 halaman, baik dalam versi bahasa Indonesia maupun bahasa Jermannya. Das Buch besteht aus mehr als 400 Seiten, egal ob die indonesische oder die deutsche Version. Demikian untuk hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sampai jumpa.